Ich bin Fritz Schellack, Leiter des Hunsrückmuseums in Simmern. Wir stehen hier mitten in einer Ausstellung über Harald Meyer, Werbefotografie aus der Provinz, die wir mit der Frau Stüning zusammen erarbeitet haben. Die Ausstellung führt durch 40 Jahre Fotografiegeschichte an ausgewählten Beispielen. Harald Meyer war ein vielseitig begabter und exzellenter Fotograf und wir sehen neben seinem Lebenswerk auch Stationen der Entwicklung der Fotografie. Das Ganze fängt an in den 50er Jahren und geht dann bis etwa zum ausgehenden 20. Jahrhundert. Die Ausstellung zeigt nicht nur Fotografien, es sind auch sehr viele Originaldokumente zu sehen, Schallplattencover, Kataloge, auch eine Kamera, mit der fotografiert wurde. Man kann in das Studio blicken, in dem Harald Meyer gearbeitet hat. Also sehr vielseitig und vor allen Dingen interessant sind die Vorführungen mit den Hasselblatt-Projektoren, die mit seiner Witwe Petra Stüning gezeigt werden. Da gibt es immer Sondertermine an Sonntagnachmittagen. Beachten Sie da die Pressehinweise und dann kann man im Prinzip Harald Meyer live erleben. Ja, ich darf Sie sehr herzlich zum Besuch dieser besonderen Ausstellung einladen. Die Ausstellung ist noch zu sehen bis Juli 2013. Beachten Sie auch da bitte die Pressehinweise. Vermutlich ist in der letzten Juliwoche die letzte Möglichkeit, die Ausstellung zu betrachten. Viel Vergnügen!